Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Und der Holger und ich sind ja im Urlaub, ihr habt das im letzten Video ja gesehen. Und heute sind wir bei livingshop.dk. Diesen Interior Shop habe ich schon am ersten Tag gesehen und ich dachte, oh mein Gott, das ist so cool. Ich muss hier filmen und ich muss euch das zeigen. Also habe ich denen eine E-Mail geschrieben und ich habe gesagt, ja klar, komm uns gerne besuchen. Und Holger und ich sind heute hier. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir so Schönes entdecken. Und wir sind auch gespannt, was ihr Schönes entdeckt. Denn wenn ihr hier irgendetwas findet, was ihr gut findet im Video, dann schreibt uns mal die Minuten- und Sekundenanzahl in die Kommentare. Denn wir sind gespannt, was ihr so entdeckt, was wir vielleicht gar nicht entdeckt haben. Mal gucken. Wir werden jetzt shoppen und uns so ein paar Sachen für unsere Projekte aussuchen und lassen euch dabei zuschauen, weil wir uns gedacht haben, es ist vielleicht ganz cool, mal eine Shopping-Tour zu machen. Und wenn ihr das auch cool findet, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da, dann machen wir das öfters, oder? Ja. Ja, machen wir. Und jetzt viel Spaß beim Shoppen. Na, hast du was gefunden? Ja. Was hast du denn so Schönes? Das finde ich eine wunderschöne Holzschale. Ich liebe sie auch. Die ist, denke ich, perfekt geeignet. Für Süßigkeiten. Ja. Wollen wir sie mitnehmen? Ja. Super. Die kommen mit. Wir sind hier fleißig am gucken und ich könnte echt alles mitnehmen. Alles, komplett. Einmal den ganzen Laden zum Mitnehmen, bitte. Oh ja, auch schick. Vorsicht. Das ist ja mal was da. Da gibt es übrigens einen Running Gag. Wenn Holger und ich anstoßen, klingt das immer total bescheuert. Irgendwie immer so traurig, wenn wir so anstoßen, so pff, auf unser Leben. Schön. Ich habe hier ein Kugelwindlicht entdeckt, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Weil ich es so mag. Das macht nämlich so ein tolles Licht, wenn da eine Kerze drin ist. Das sieht toll aus, oder? Mhm. I want it. I take it. Wir haben schon fast alles zusammen und wir machen natürlich einen Haul, ne? Wir drehen noch einen kleinen Überblick, was wir alles geholt haben und ihr werdet das dann später auch bei uns im Büro sehen. Das wird richtig cool. Ich bin jetzt schon total happy mit dem, was wir alles Schönes ausgesucht haben. Schatz, was hast du? Daumen hoch. Daumen hoch. Ich liebe dieses Geschäft. Also wenn ihr in Blåvand seid oder in Skandinavien, Dänemark, dann schaut mal auf livingshop.dk, ob es in eurer Nähe dann auch einen gibt, weil es sich lohnt für Interior-Fans wie uns. Absolutes Highlight. Total cool. So, wir sind jetzt wieder zu Hause in unserem Büro, was ihr noch nicht sehen könnt, aber ich kann euch versprechen, das wird spektakulär. Und ich stehe auch schon vor unserem Regal. Das sieht jetzt alles so schön drapiert aus, Holger und ich, ne? So Ästhetik für uns wichtig. Hier sieht man schon die Dinge, die wir nun aus livingshop.dk mitgenommen haben und ich finde, sie passen perfekt. Und wie wir die nachher am Ende in unser fertiges Büro umdekorieren oder eindekorieren, das seht ihr nach dem Projektvideo zur Umgestaltung des Büros. Also auf jeden Fall weiter gucken. Das wird, ich verspreche es euch, 2019 wird das Interior-Jahr hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich erfinde mich irgendwie neu, habe ich das Gefühl. Mit Holger bin ich total motiviert, neue Dinge auszuprobieren, andere Wege zu gehen. Davon profitiert nicht nur mein Interior-Head, sondern auch ihr als meine Zuschauer. Wenn euch das gefällt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Jetzt gehe ich vom Regal weg und ihr könnt euch die Schätze, die wir gekauft haben, mal von Holger erklären lassen. Ich muss natürlich aufpassen, dass man nicht erkennt, was für eine geile Tapete in diesem Raum ist. Hat man aber auf Instagram schon gesehen. Mist. Ha! Okay, was haben wir denn Schönes geholt? Was ist da oben, Schatz? Na, fangen wir doch erstmal an mit dem Wichtigsten. Gin Tonic sollte man auf jeden Fall bereitstehen haben. Weil ich liebe Gin. Ich liebe Gin einfach. Und er ist rosa. Dafür bist du schließlich bekannt. Ja,
Diese Gläser, die sind mega. Sind sehr ähnlich zu deinem Tisch in Lübeck. Zu dem Tisch in Lübeck. Ach, schön, dass du die Brücke schlägst, das freut mich. Ja, und ich finde den Tisch auch mega. Mhm. Und so haben wir eine wunderschöne Brücke geschlagen. Das okay, ich auch hier komme ich mal ran, da kannst du mit den Händen drauf zeigen. Oh, das war mir ganz wichtig. Ja, es ist nicht ganz die du haben wolltest, aber diese wird ein ganz tolles Muster abgeben. Du wolltest die mit der schrägen Öffnung haben, aber so ist es. Ja, aber super. Die habe ich beim ersten Besuch schon gesehen und wollte sie haben und habe sie dann irgendwie nicht mitgenommen. Und jetzt habe ich sie mitgenommen und das freut mich sehr. Aber die, stimmt, die mit der schrägen Öffnung und dem goldenen Fuß fand ich toll. Das sieht man hier an dem Licht noch nicht. Vielleicht später bei Tageslicht ein bisschen besser. Ja, was denn? Wir haben hier so einen lila Ton mit Gold, Blattgold gemischt. Ja, das finde ich toll. Schöner Kontrast. Noch ist nichts drin, aber das kommt dann noch. Dann haben wir hier Glaskunst. Wir haben mehrere Glaskunstobjekte und hatten wir in den Händen und haben überlegt, ob wir eins davon mitnehmen oder nicht. Wir haben uns letztendlich für die Qualle entschieden, weil die Qualle ist natürlich total Ostsee, Kindheitserinnerung. Ja, und vor allen Dingen ist sie halt auch irgendwie mystisch. Es ist halt ein mystisches Wesen. Und das passt halt super gut zu uns. Ja, sehr gut. Dann, klar, eine kleine Pflanze gehört immer dazu. Brauchen wir nicht weiter erklären. Cooles, geriffeltes Nieten-Optikglas. Unten haben wir eine Holzschale, die war uns beiden sofort ins Auge gefallen. Genau. Ist, glaube ich, so das Herzstück, ne? Das hat ausgelöst. Das hat es ausgelöst, dass wir es auf jeden Fall wollten. Ihr werdet es sehen. Wir werden uns ein wunderschönes Plätzchen hierfür überlegen. Und das passt dann auch perfekt. Ja. Notizbuch für Zitate und Co., wo wir schöne Dinge reinschreiben. Und wenn es uns mal schlecht geht, dann blättern wir drin und lesen all die schönen Dinge, die wir über die Jahre da reinschreiben. Genau. Und mein Favorit? Du wolltest es unbedingt. Und ich denke auch, dass das perfekt passen wird. Ich darf noch nicht sagen, wohin es kommt, aber genau. Wird gut. Ja. Unten Pflanzen, müssen wir auch nicht weiter erklären. Die hier hat einen besonderen Topf. Der ist matt und glänzend in einem Mintton. Ja, die beiden Kissen. Ja. Was, wie nennt man das? Das ist, Samt. Es ist ein bestimmter Samt, ne? Es ist ein Samt. Es ist, wie nennt man denn die Optik? Also ich finde Struktursamt. Okay. Weil er so eine wir nennen das Struktursamt, wir wissen es nicht so genau. Auf jeden Fall. Hängepflanze. Mit der passenden Farbe dazu. Wieder. Genau, und dieser Raumduft, Leute. Ein guter Raumduft. Er riecht so edel, leicht fruchtig. Ein Hauch Lakritz, finde ich. Es hat einen ganz, ganz leichten, lakritzigen Unterton. Fruchtig, lakritzig, edel und schwer. Mhm. Ganz toll, passt ganz toll in unser Büro. Super. Ja, und das ist quasi die Ausgangsbasis der Dekoration. Also sprich, all die Kleinigkeiten, mit denen wir nachher alles auffüllen werden. Aber dazu später mehr. So, ich habe mich schon verabschiedet. Ich verabschiede mich auch, denn das hier ist eine andere Geschichte und die, wie sagt man so schön in der unendlichen Geschichte, soll ein anderes Mal erzählt werden. Genau. Tschüssi. Tschüss.